It's been a long road getting from there to here. Errichtung. Wir müssen uns stark machen für erneuerbare Energien. Wir müssen in die Zukunft investieren, damit kommende Generationen mit den Folgen des Klimawandels umgehen können und sich die Katastrophen in Grenzen halten. Oui, Monsieur, da stimme ich Ihnen eigentlich voll zu. Aber wir müssen schon heute auf Atomenergie setzen, weil sie rentabel genug sind, andere Energiequellen zu ersetzen. Aber wir brauchen innovative Ideen, wie wir den Atommüll entsorgen können. Nein, wir brauchen erneuerbare Energien ohne Umweltverschmutzung. Dafür kämpft Deutschland. Aber für den verantwortungsvollen Umgang mit unserer Umwelt müssen wir alle kämpfen, damit die ganze Welt gemeinsam etwas unternimmt. Oui, Monsieur, für Frankreich. Für Deutschland. Solarenergie in Deutschland ist mittlerweile nicht nur umweltfreundlich, sondern auch kostengünstig. Neben Privatleuten wenden aber auch Schulen diesen neuen Zweig der Energie an. Aber in Deutschland gibt es nicht nur Solarenergie, sondern auch Windkraft und Wasserkraft. Wir stehen hier auf dem Dach des Goldberg-Gymnasiums in Sindelfingen. Und hier neben mir sehen Sie eine hochmoderne Solaranlage, wie sie viele Haushalte in Deutschland bereits haben. Häuser sind abgedeckt und Menschen sind unter Trümmern begraben und wir warten immer noch vergeblich auf Hilfskräfte. Oui, ich warte. Hey Marco, fahren wir doch zu McDonald's? Nein, nehmen wir den Bus. Oder fahr doch mit dem Fahrrad. Ah. Ich bin Lisa Busch, live und direkt wie immer am Geschehen. Gerade konnten wir zwei Umweltsünder auf frischer Tat ertappen. Ich versuche Ihnen nun ein paar Fragen zu stellen. Komm, Kai, komm. Entschuldigung. Könnten Sie uns kurz ein Kommentar... Oh, Sie hauen absteigen, Kai, komm, Kai, komm! Ah, Entschuldigung! Können wir kurz vorm Anstellen? Es ist so kalt und es schneit und Also ich glaube, dass der Klimaschutz uns alle betrifft und dass wir alle gemeinsam etwas dagegen unternehmen sollten. Denn wir alle können etwas für unsere Umwelt und damit auch für uns tun.